Ich finde gerade Hitler muss man so spielen, also dass man drüber lachen muss. Also ich will noch nicht mal sagen, der Lächerlichkeit preisgeben. Der Humor hat schon bei Mel Brooks, schon bei Charlie Chaplin angefangen, sich mit dieser Figur auseinanderzusetzen. Der Humor ist ja ein Instrument, um etwas zu verarbeiten. Es ist das Lachen, das im Halse gefriert. Herr Hitler. Herr Hitler, hören Sie mich? Ich bin echt ein großer Fan von trashigem Humor, also gerade auch geschmacklosem Humor, tabulosem Humor. Ich liebe Harald Schmidt mit seinen humoristischen Entgleisungen auf eine Art. Ich finde das großartig. So und nicht anders hätte Fernsehunterhaltung 1940 ausgesehen. Betulich, gemütlich, clean. Unsere Show ist zwar klein. In Deutschland ist es besonders Harald Schmidt, der sich um die Einbürgerung der Unperson Hitler in die deutsche Comedy-Szene verdient macht. Und natürlich dieser Kleine. Hallo, Feuerstein! Es ist eher die Lächerlichkeiten, die Banalität, die auch wirklich in dem Bösesten steckt, die einem reizt, das zu verkörpern. Am 20. April haben wir uns alle auf das Fußball-Länderspiel gefreut. Deutschland gegen England im Berliner Olympiastadion. Es musste abgesagt werden. Und wir haben gedacht, das muss künstlerisch verarbeitet werden. Das Schmiedeinander Tanztheater präsentiert jetzt seine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema 20. April. Meine, dass letzten Endes jeder, der mit Humor zu tun hat, selber entscheiden muss, welche Grenzen er zu überschreiten hat. Jetzt gibt es ein Buch eines englischen Arztes. Und dieser englische Arzt behauptet in diesem Buch, Adolf Hitler hatte nur einen Hoden, ja, und unkontrollierten Harnfluss. Sagt ein englischer Arzt, das würde erklären den Satz, ein Volk, ein Ei, ein Führer. Adolf Hitler, Dämon und Diktator, Teufel und Tyrann, Führer und Verführer. Wir glaubten, seine Motive zu kennen. Doch jetzt müssen weite Teile der Geschichte des Dritten Reichs umgeschrieben werden. Fest steht, Hitler hatte nur ein Ei. Das linke ging peu à peu flöten. Die Folgen, Impotenz, unkontrollierter Harndrang, schlaffe Nudeln. Hitler handelte sofort. Wenn man nur einen Hoden hat, kann man nicht ficken. Dann habe ich so eine großdeutsche Suche nach dem fehlenden Hoden weitergesponnen. Und das war im Prinzip die erste Hitler-Matz. Wir finden das Ei! Ein gewaltiger Fackelzug kämmte ganz Deutschland ab. Vergebens. Hitler tobte. Immer öfter musste er Windeln tragen. Doch die sogenannten Führerfixies machten den Diktator international unmöglich. Diesen Hitler zu lächerlich zu machen, ist ein blasphemischer Akt. Das ist eine Freude. Was ist Spaß, was Ernst? Harald Schmidt spielt mit Hitler, spielt mit dem Publikum und spielt mit Bruno Ganz. Und er spielt mit den Medien, denn vor allem hier findet Hitler heute statt, in den Medien. Das endet in der Katastrophe! Ich weiß, wovon ich rede! Wer es nicht glaubt, kann ja den Film anschauen, Der Untergang. Übrigens glänzend. Bruno Ganz war in einigen Szenen besser als ich selbst. Bruno, toi toi toi! Für den Ausgang. Wir haben immer noch die ZDF-Dokumentation Hitler und die Stubenfliege und Hitler und die Schlachtschiffe und Hitler und die Pferde und Hitler und die Kinder. Das ist ja ein endloses Thema. Leinteil präsentiert Hitlers Söhne. Erleben Sie exklusiv bisher unveröffentlichtes Bildmaterial. Anton, Arno und August Hitler. Auf einer kleinen Baleareninsel haben sie den Kessel von Stalingrad überlebt. Party!
diesem schmierigen Respekt vor dem Grauen, der, also diese Ästhetik des Bösen, die du auch gerne in so Time-Life-Spots, die SS, eine der tödlichsten Organisationen aller Zeiten, holen sie sich jetzt, Folge 1, diesen ganzen Kram mal ein bisschen wegzunehmen und den einfach zum Popanz zu machen, zu dem Fatzken, der er war, finde ich auch notwendig. Du warst in Polen, in Frankreich, in Österreich. Ich frage dich, wann warst du mal in mir? Eva! Selbst eine Weltherrschaft ist dir wichtiger als ich. Nein, ihr seid mir beide gleich wichtig. Ach, meine Mutter hat mich immer gewarnt. Nimm dir keinen menschenverachtenden Diktator, der in seinem Rassenwahn ganze Völker auslöscht, hat sie gesagt. Aber ich hab's ja nicht wahrhaben wollen. In 10 Minuten im Führerhauptquartier. Und an wem bleibt wieder der Abwasch hängen? Eva, Deutschland ist in ernsthafter Gefahr! Dann nimm wenigstens den Müll mit runter. Spielt Heller Eva Braun oder Dirk Bach? Und wer spielt Hitler? Und da war sofort klar, Heller ist Hitler und Dirk ist Eva Braun. Das war einfach klar. Beim Thema Spaß mit Hitler kommt man am Satiremagazin Titanic nicht vorbei. Konsequent, respektlos, manchmal geschmacklos geht das Redaktionskollektiv seit 1979 seinen Weg. Und Adolf Hitler war immer ein treuer Begleiter. Man kann eine Figur wie Hitler nur dann richtig verständlich machen und wieder zu dem Menschen, der ja auch war, runterziehen, wenn man ihm keinen Respekt zollt, sondern ihn einfach zur Witzfigur macht, zur Lachfigur. Zum Gespött. Deutschland würde etwas fehlen ohne diese pechschwarzen Titel. Dabei sind die Macher immer am Puls der Zeit. So sucht auf der Buchmesse 2001 die Redaktion den Super-Hitler. Es wurde mit großer Begeisterung angenommen, dieses Angebot. Wer möchte einmal im Leben nicht Super-Hitler sein? Also das will eigentlich jeder. Bei schwarzem Humor ist es ganz wichtig, wer macht ihn, wann macht man ihn und wo macht man ihn. Es ist ein Unterschied, ob ich das als Deutscher oder als Jude mache, den Witz. Es ist ein Unterschied, ob ich ihn jetzt mache oder 1968. Oder es ist ein Unterschied, ob ich ihn im Kabarett mache oder in einem Cartoon oder bei einer Weihnachtsfeier im Seniorenheim. Mein Rasierapparat, wo ist denn mein Rasierapparat? Der Rasierapparat des Führers muss doch hier irgendwo im Bad sein. Sag mal, das gibt's doch nicht. Der Rasierapparat des Führers, quasi unauffindbar. Eva, wo ist mein Rasierapparat? Aha, danke sehr. Ja, ja. Ruhe bitte, der Führer rasiert sich. Machen Sie bitte nicht so einen Krach wie im April 45, der Führer rasiert sich. Meine Familie hatte Probleme damit, auch dass ich Hitler-Sketche gemacht habe. Da gab es tatsächlich dann auf einer Weihnachtsfeier mal eine heftige Diskussion, weil mein Onkel, die auch alle sehr viele Kriegsgräuel erlebt haben, die fanden das unmöglich und meinten, man darf das nicht machen. Der Führer! Und was geht ab, Leute? Ich kann mir vorstellen, dass es immer Zuschauer gibt, für die das nicht erträglich ist, Rollen zu sehen, in denen über Alt-Nazis, über Verbrecher gelacht wird. Du merkst am Anfang so, die Leute sind verkrampft, jetzt kommt Hitler auf die Bühne und dann kommt die Stelle, ich komme nur ne, mit Ohr oben und dann komme ich zu meinen türkischen Freunden und dann mua, mua, und ich merke, der Lacher ist so eine richtige Befreiung. Ich würde nie, und das hoffe ich, machen die Kollegen auch nicht, mich nie über die Opfer und nie über diese Zeit und was passiert ist lustig machen. Aber über diesen Mann schon. Alleine wie der aussah, ja? Also ich denke, also wenn ich, mein, ganz ehrlich, wenn ich damals als schwuler Mann neben dem gestanden hätte, ich hätte gesagt, Schatz. Die Haare. Und was soll der Bart? Willst du Briefmarken anfeuchten oder so? Ich bin der Meinung, dass Deutschland ein Land ist, in dem gerade auch eine komödiantische Abrechnung mit seiner eigenen Geschichte sehr kulturell verstanden wird. Guten Tag. Der Banschen? Scotland Yard. Wir würden gern den sogenannten Schlossherrn sprechen. Wetter. Marschieren Sie doch ein. Die Deutschen haben einen unglaublich ausgeprägten, intelligenten, guten Humor.
Deswegen haben sich die Juden hier auch wohlgefühlt vor dem Nationalsozialismus. Ich würde mich lieber noch ein bisschen in dem Schuppen hier umschauen. Ich könnte mich als Führer anwerben. Diesmal nicht. Serdar Somuncu, deutscher Comedian türkischer Herkunft, auf dem Weg zu seinem Auftritt im österreichischen Braunau. Bei seiner Anreise passiert er auch Hitlers Geburtshaus. Somunchus aktuelles Programm heißt Hitler-Kebab. Und wo Hitler draufsteht, ist auch Hitler drin. Da habe ich Hitlers Mein Kampf gelesen, dieses obskure Werk, das er in Landsberg am Lech gekotzt, gebrüllt, gegeifert hat, Rudolf Hess in die Schreibmaschine gespuckt hat, ohne Punkt und Komma, ja? Dieses Werk, was für so viel Erregung heute noch sorgt, über 10 Millionen Exemplare im Internet und wissen Sie, wem es immer noch gehört? Sie werden es kaum glauben. Diese Institution verwaltet es immer noch für Sie auch. Da gelten Gesetze über Grenzen hinweg, ja? Dem bayerischen Finanzministerium gehören die Urheberrechte. Ja? Edmund Stoiber ist der Nachlassverwalter Adolf Hitlers. Das muss ich mir vorstellen. Das ist kein Witz. Ja? Ich sitze nicht auf der Bühne, um Witzchen zu erzählen. Da brauche ich keinen Hitler für. Da kann ich auch Fips Asmussen zitieren. Es geht darum, einen Witz zu benutzen, um zum Nachdenken anzuregen. Wenn Sie sich meinen Kampf durchlesen, da stehen so Sätze drin, die Eier des Kolumbus liegen zu Hunderttausenden auf der Erde herum. Nur die Kolumbusse sind eben seltener zu treffen. Wenn man sich das vorstellt als die ideologische Grundlage eines Weltherrschers, ein so lächerliches, dummes Zeug, dann muss man nachträglich zumindest aus Scham lachen. Ich würde gerne mal meinen Kampf lesen und ich frage mich, warum ich als erwachsener Deutscher nicht einfach in den Buchladen gehen kann und mir eine kommentierte Ausgabe kaufen kann. Die Leute, die das aus ideologischen Gründen wollen, die kriegen sie ja trotzdem. Also das lässt sich ja gar nicht verbieten. Warum tabuisiert man das? Dann macht man es ja größer, als es ist. Das fand ich auch gut bei Serdar Somuncu, dass er sagt, guck mal, ihr macht so ein Buhai darum, aber letztlich ist es ja größtenteils lächerlich. Als glückliche Bestimmung des Schicksals gilt es mir heute, dass mir zum Geburtsort gerade Braunau am Inn zugewiesen wurde. Die Sätze sind immer sehr lang, man könnte auch sagen, ich wurde in Braunau am Inn geboren. Ich sitze nicht auf der Bühne und mache Witzchen über Hitler, das würde die Sache reduzieren, sondern ich erzähle viele andere Dinge auch und unter anderem meine Meinung, und zwar ernsthaft, ohne Rolle. Ich erzähle das, was ich erlebt habe in den KZs, die ich gesehen habe. Ich erzähle die Tränen und schildere die Tränen, die traurigen Momente, die ich mit Zuschauern, mit ehemaligen Häftlingen erlebt habe. Also es geht um ein Gleichgewicht in der Darstellung. Und wenn dieses Gleichgewicht in der Darstellung nicht da ist, wenn es nur darum geht, dem Hitler die Hosen runterzulassen und sein Pimmelchen zu zeigen, dann ist es langweilig, weil es reduziert, weil es banal wird. Das Banale ist dann interessant, wenn es dem Grausamen gegenübersteht. Das muss ich doch. Adolf, komm! Ich habe nichts getan, Herr Vater. Los, eins, zwei! Eins, zwei! Was gibt's? Ich glaube, dass das bei dem Film ganz klar ist, aus welcher Position heraus er gemacht wird und die Haltung der Macher ganz eindeutig ist. Wenn also letztendlich die Szenerie beliebig wird und der Gag das Wichtigste, dann ist dies an sich problematisch und bei diesem Thema katastrophal. Da steht ein Pferd! Achtung, da steht ein Pferd! Achtung, das ist ein jüdisches Pferd. Du bist auch bald dran, Guido. Ach nicht doch, Onkel, was sollen denn die mit mir? Pünktlich auf die Minute, auf die Deutschen ist Verlass, Junge. Halt, nicht ohne uns fahren, wir haben reserviert. Halt! Moment, Gabriel! Vielen Dank, Onkel. Los geht's! Ich glaube, dass ich gelächelt habe bei Das Leben ist schön. Ob ich gelacht habe, das darf so eigentlich gar nicht. Das ist doch eigentlich alles ganz schlimm, was passiert. Aber man lacht trotzdem. Es war im Kern doch auch eine tragische Geschichte. Das Lachen blieb einem im Halse stecken. Wir spielen alle gegeneinander. Das ist nur ein Spiel, verstehst du? Und der Gewinner wird dann den ersten Preis bekommen. Nein! Alle herhören, ich sage das nur einmal. Das Spiel beginnt. Wer da ist, ist da. Wer nicht, hat Pech gehabt. Dass da ein Vater versucht, die Seele eines Kindes, die beschmutzt wird von der Gewalt der Deutschen und der Nazis,
die beschmutzt wird von der Idee, dass ein Kind in ein Konzentrationslager gesteckt wird, dass ein Kind zur Disposition seines Lebens stellt, dass ein Vater versucht, diese Seele zu retten, indem der Vater Benigni diesem Kind dauernd versucht, dies als ein Spiel, als eben ein Märchen, eine Geschichte, die er inszeniert hat, damit Abenteuer entstehen, darzustellen. Wir lachen uns kaputt und ich glaube, wir gewinnen. Wie viele Punkte haben wir heute, Bafo? 1000 Punkte. Wir werden Spaß haben, habe ich dir doch versprochen. Ich bin der Meinung, dass das ein mutiges Jahrhundertwerk ist. Ja? Also ich finde, er hat sich da wirklich etwas getraut. Das hätte ich mich selbst als Jude wahrscheinlich nicht getraut. Walter Mörs Bonka wird wohl kaum als Jahrhundertwerk diskutiert werden. Vielleicht ist es doch zu wenig, Hitler einfach nur die Hosen auszuziehen und ihn nackig aufs Klo zu setzen. Das ist ja sowieso das Letzte, was man zeigen kann. Und was auch bedeutet, dass hier eine Einfallslosigkeit sichtbar wird, die sich vergnügt an Dingen, die läppisch sind. Ich finde es anstößig und witzig und ich finde es für legitim. Also bei uns wurde immer früher gesagt, du, den Lehrer, wenn der dich jetzt nervt in der Schule, der stell dir mal vor, der ist im Klo beim Pinkeln. In der Tat, das hat funktioniert. Hitler auf dem Klo. Allein die Vorstellung, dem Monster die Hosen ausgezogen zu haben. Die Vorstellung, dass auch Führers mal müssen. Geschmacklos? Ja, aber offensichtlich auch hilfreich. In dem Moment, wo sie anfangen, Hitler auch zu vergewaltigen und ihn nicht in seiner Faszination zu belassen, Hitler tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen auszuziehen. Denn erst dann beginnt der Tabubruch, nicht in dem Kopf, der es erzeugt, sondern in dem, der es rezipiert. Und darum geht es letztendlich, die Denkstrukturen zu ändern. Ob der Tabubruch mit nackter Witzfigur wirklich Denkstrukturen ändert, das sei dahingestellt. Zumindest eignet er sich, Bedürfnisse zu schaffen, hat sich doch der Bonker-Klingelton in Windeseile bei Jugendlichen herumgesprochen. Offensichtlich gilt auch hier zuerst Hitlers Herz. Ja, hallo? Man kann alles als Klingelton runterladen. Wahrscheinlich Klospülungen und sonst was. Ich muss das nicht als Klingelton runterladen. Da ist die Grenze des schlechten Geschmacks für mich weit überschritten. Ich kann diese herunterladenden Jugendlichen ja schon gleich gar nicht dadurch erreichen, dass ich vor dieses lustige Hitler-Video noch eine 20-minütige Informationssendung über die Schrecken des Nationalsozialismus vorschalte, die sie sich auch anschauen müssen. Man hat ja in Schulen genug Gelegenheit, über diese Ära des Zweiten Weltkriegs informiert zu werden, dass es viele Jugendliche gibt, die trotzdem nichts darüber wissen. Das ist bestimmt nicht das Verschulden von Walter Mörs und deswegen sollte man auch seinem lustigen Filmchen nicht ankreiden, dass es jetzt nicht bildungsbürgerlich unterwegs ist, denn das will es ja auch gar nicht sein. Sind auch Sie stolz auf Ihr Land? Ja? Dann haben wir für Sie genau das Richtige. Im Internet kann sich jeder Mann, jede Frau, jederzeit, jedweden Adolf Schmonzes ansehen oder auch zum Hausgebrauch herunterladen. Über vieles kann man dabei lachen, aber wir wissen doch nunmehr, es gibt so ein Lachen und so ein Lachen. Und dann gibt's noch das eine, das richtige, das befreiende, das erhellende Lachen, das gleichzeitig Erkenntnis bringt. Hits of the 40s. Ich sehe doch die Bagatellisierung Hitlers und Verballhornung Hitlers mit schweren Bedenken und einem unguten Gefühl. Die junge Generation trägt weniger schwer an der Geschichte und geht spielerisch damit um. Beispiel: Kunststudenten nehmen eine Parodie Gerhard Polz und montieren darauf Bilder einer Hitlerrede. Ich bin weit und breit und führe einen Prozess, dass die Funken spritzen. Und ich habe einen Prozess geführt. Hey, und den habe ich auch gewonnen. Moralisch. Fazit: Der Führer wird wieder zum Schmierenkomödianten. Ich sag, Herr Richter, das darf doch nicht die Wahrheit sein, dass ein Mensch, der sich immer anständig aufgeführt hat, der immer anständig und ehrlich das Leben, nicht einmal einen Strafzettel bekommen ist, dass man den mit einem Leasingvertrag nicht gut aufschneidet. Und sagt dieser Richter, doch, das geht. Eigentlich ist es Spaß. Dermaßen politisch und Spaß, also wirklich Spaß, befreiter Spaß, also Spaß, der auch absurd ist oder der einen in die Land der Fantasie entführt, also oder anarchisch ist,
Dieser Spaß hat immer die Aussage, das ist auf keinen Fall Faschismus, ja? In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens stoßen Rechtsradikale auf Widerstände, die von anderen gar nicht erst wahrgenommen werden. Schon das Aufnehmen sozialer Kontakte ist für sie ungleich schwerer als für uns normale Menschen. Isolation und Einsamkeit sind oft die Folge. Auch das verzweifelte Streben nach gesellschaftlicher Anerkennung, zum Beispiel durch sportliche Leistungen, ist für Rechtsradikale nur selten von Erfolg gekrönt. Und nur allzu oft wird übersehen, dass die wenigsten öffentlichen Gebäude über eine nazigerechte Ausstattung verfügen. Diese Bilder machen eines deutlich. Rechtsradikale brauchen unser Verständnis und unsere Hilfe. Zum Beispiel durch soziale Projekte, die sie ermutigen, sich wieder als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft zu fühlen. Na, Herr Hitler. Mel Brooks hatte auch gesagt, über Hitler zu lachen ist, ihn seiner posthumen Macht über uns zu berauben. Die Befreiung von diesem Stigma Adolf Hitler, indem ich ihn mal auslache, die glaube ich, wird als Welle durch Deutschland gehen, ja.